So, und damit kommen wir zu den Mannheimer Adlern. Da gab es ja gestern Abend eine bitterböse Pleite gegen die Frankfurter Löwen mit 2:5 im Friedrichspark. Neben mir sitzt Wolfgang Engler, seit 24 Jahren Leiter des Ordnungsdienstes im Eisstadion. Wolfgang, sowas schon mal gesehen wie gestern Abend? Also ich habe schon viele Höhen und Tiefen erlebt im Eisstadion, aber das gestern Abend schlägt alles aus. Es ist schwer in Worte zu fassen, was da nicht geboten wurde. Ich finde, was man die ganzen Jahre erlebt hat. Ja, ja. Mit Sicherheit. Also interessant war die Reaktion der Fans, die im letzten Drittel statt Buhrufe die Fans, die Spieler der Vergangenheit angefeuert haben, also die Namen gerufen. Ich weiß ja, dass die Adler Mannheim ganz hervorragende Fans haben und das, was sie gestern Abend geliefert haben, dafür meinen herzlichen Dank. Sie machen mir auch die Arbeit sehr, sehr leicht. Es wurde also wenig geworfen, wenig Radau gemacht und trotz dieser blamagen Vorstellung der Mannschaft hat sich unsere Mannschaft ganz toll benommen, muss ich schon sagen. Okay, prima. Also die Fans hatten das letzte Drittel zum Anlass genommen, die Namen der alten Spieler, die hier für viel Euphorie gesorgt haben, in den 80er und 90er Jahren zu singen und damit den Neuen zu zeigen, dass die Alten wesentlich besser waren. Das komplette letzte Drittel wurden die Helden der Vergangenheit gefeiert, als Stolz und Leidenschaft für die Adlermannschaften das Wichtigste waren. So wie dieses Team hätten sie sich niemals auseinandernehmen lassen. Die Adler im Januar 2005, das ist vor allem der Blick zurück, denn das Jetzt ist grauenvoll. Das ist hart, wenn man die Gesänge hört. Vielleicht kann die Mannschaft dadurch was lernen. Denn wenn man ganz unten angekommen ist wie wir, kann man nicht weiterfallen, dann geht es nur noch nach oben. Vielleicht versteht meine Mannschaft wenigstens das und wir kommen wieder raus aus dem Tief und zeigen wieder ehrliche Arbeit in Mannheim. Zumindest die Fans zeigten Einsatz. In Handarbeit hatten sie meterlange Fahnen gemacht, die vor dem Spiel aufgerollt wurden. Erinnerungen an alte, glorreiche Zeiten im Friedrichspark. Was danach folgte, hatte mit einem Derby nichts zu tun, denn nur eine Mannschaft war dafür bereit und die kam aus Frankfurt. Als würde eine Privatmannschaft gegen ein Profiteam spielen, so traten die Adler auf. Ohne Biss, Saft und kraftlos ließen sie sich abschlachten. Fragen über Fragen nach dem Debakel. Wollen sie nicht? Einige sicher nicht. Können sie nicht besser? Wahrscheinlich. Sind sie restlos überschätzt worden? Ganz bestimmt. 8 Spieler fehlten auf Mannheimer Seite, wichtige Spieler, aber das ist keine Entschuldigung. Der Journalist, der neutrale Betrachter, die Fans, wir dürfen doch wenigstens Einsatz und Arbeitsmoral einfordern. Viele der 6.500, die kamen, müssen jeden Tag für viel weniger Geld malochen gehen. Als erstes muss ich mich entschuldigen bei den Zuschauern. Was wir hier gesehen haben, ist kein Adler-Eishockey. Wir können und werden das nicht akzeptieren. Ich bin schwer enttäuscht, denn ich weiß, wie stolz man in Mannheim auf die Eishockey-Mannschaft immer war. Und ich verspreche hier und jetzt, bis zum Saisonende werden wir so etwas nicht wiedersehen. Wir werden dann wieder richtiges und echtes Adler-Eishockey sehen. Wutentbrannt verließ Torwart Steve Passmore nach dem 0:4 das Eis. Er konnte dem bizarren Geschehen wenigstens von draußen zusehen. Cristobal Huye musste nur noch einmal hinter sich greifen. Dann war es endlich vorbei. 60 Minuten, die den Tiefpunkt bedeuten in einer nun 2 Jahre dauernden Talfahrt. Verspreche den Adlerfans, so einen Auftritt werde ich nie mehr hinnehmen. Wir werden rauskommen aus dem Tal. Wenn es sein muss, werde ich künftig nur noch mit 2 oder 3 Reihen spielen. Und ich werde junge deutsche Spieler einsetzen, Spieler, die aufs Eis gehen und für die Adler alles tun. So viele Zuschauer wie dieses Mal werden so schnell nicht wieder in den Friedrichspark kommen. Das muss man sich als zahlender Kunde nun wirklich nicht jedes Wochenende antun.